Hallo, ich bin Bart und möchte Ihnen die Marke Latchlok mal erklären. Eigentlich wählen Sie immer also Spannverschlüsse, falls Sie wissen, welche Leistung Sie brauchen. Also es gibt höhere Leistung, normale Leistung und niedere Leistung. Die höhere Leistung geht bis 6000 Newton. Das andere, das Sie beaufsichtigen müssen, ist, dass wenn Sie Spannverschlüsse bestellen, brauchen Sie immer das Spannverschluss und auch den Gegenhaken. Vergessen Sie das bitte nicht. Sie gucken auch immer, wie man das installiert auf das Panel. Das kann Standard wird das gemacht mit Nieten, aber kann auch mit Schraube gemacht werden oder kann auch geschweißt werden. Was Sie hier sehen, von dieser Serien gibt es eigentlich zwei Sorten. Die erste ist, wo man eine Federwirkung hat, wie hier, oder eine Verriegelung, die regelbar ist. Ja, man muss das dann einfach drehen und dann schließt er besser. Ist notwendig nach einem Jahr zum Beispiel, dass das nicht mehr so fest sitzt und dann kann man es einfach wieder anziehen. Was Sie auch sehen, ist die Möglichkeit, um einen Spannverschluss ohne Sicherung oder mit Sicherung zu haben. Stell mal vor, dass Sie da eine Anwendung haben mit viel Vibration, dann kann dieses Verschluss selber sich öffnen. Hier braucht man eine extra Hand, um das zu bedienen, um dann den Verschluss zu öffnen. Was wir haben, Standard, sind all diese Verschlüsse verfügbar in Stahl verzinkt, auch in rostfrei. Wir haben auch Produkt in rostfrei 316, V4A Stahl. Jedoch muss ich sagen, wir haben ein ganz großes Palett von Spannverschlüsse in rostfrei 316 in die S-Clamps Marke. Es gibt auch Spannverschlüsse mit offener Basis. Hier sehen Sie, dass es offen ist, oder geschlossene Basis. Die geschlossene Variante wird meistens benutzt, wo man ja nicht so viel Platz hat. Auch gibt es Kunden, die lieber eine Schlosshülse nutzen oder eine Verriegelung mit einem Schlüssel. Ja. Es gibt auch spezielle Sonderteile, zum Beispiel einen Spannverschluss, die sich nicht öffnen bei Vibration, aber wenn man doch eine sicherliche Kraft nutzt, dass es sich doch öffnet. Oder man kann es auch speziell gefertigt haben in eine andere Farbe oder im Militärbereich in Grün oder das kann alles gemacht werden. So, hier, das ist die Welt von den Spannverschlüssen. Wenn Sie mehr Infos brauchen, gehen Sie nach latchlok.de und laden Sie den Katalog runter. Danke, tschüss.